Mein Name ist Leuthold Hechel, genannt auch Leo, der Fotograf mit viel Gefühl für die Lebensfreude und der immer auch auf der Spur ist, auf der Suche danach. Und jetzt sind wir hier auf Zypern, Anfang Mai. Und gleich am Anfang, ganz kurz, ja, wie ist es mit der Lebensfreude? Habe ich gefragt, habe nachgefragt und kam zur Antwort, ja, wenn die Touristen kommen, dann kommt auch die Lebensfreude. Also okay, aber man sagt doch, die Insel hat viele Energie, positive Energie. Ja, ja, aber letztendlich ist ja immer die Touristen, die Lebensfreude mit reinbringen. Und dann geht die Lebensfreude auch auf der Insel hoch. Weil letztendlich ist nicht immer alles so lustig hier. Wenn man mal so ein bisschen nachfragt und alles mitbekommt, weil die Insel ist geteilt. Ja? Einen türkischen Teil, einen Teil, einen griechischen Teil. Und da gab es die entsprechenden Themen auch letztendlich. Und die können wir uns auch auf den Bildern anschauen. Nämlich wir waren in Famagusta. Das liegt im türkischen Teil. Und allein schon, wenn man an die Grenze fährt, ist ziemlich spannend. Und wir konnten uns dann anschauen, auch die Ghost Town, wie man hier sagt. Und das waren sehr interessante Bilder und Informationen dazu. Ja, also die Lebensfreude ist letztendlich immer nicht im Äußeren, sondern letztendlich immer in dir. Und wenn sie in dir ist, dann kommt sie auch automatisch immer wieder auf die Leinwand deines Lebens, also auf die Bilder letztendlich. Und die schauen wir uns jetzt an und die ich gemacht habe hier auf dem Trip hier in Zypern. Und seid gespannt. Weitere Informationen wie immer auf der Homepage oder im nächsten Video hier. Vielen Dank. Bis bald. Let's go!